Herzlich willkommen zu meiner neuen Videorezension, heute aus einer etwas anderen Perspektive. Ihr seht diesmal nicht das Buchregal hinter meinem Rücken, sondern ihr steht quasi mit dem Rücken zum Buchregal und seht die andere Seite. Das ist mein Schlafzimmer, die gelbe Wand hier im Hintergrund, und ich habe es mir sozusagen auf meinem Bett gemütlich gemacht. Ich wollte einfach mal irgendwie ein bisschen was anderes, und wenn ich die Rezension vom Regal drehe, sitze ich immer auf dem Boden und mir schläft immer das Bein ein, und deshalb habe ich gedacht, setze mich einfach mal woanders hin. Es soll heute um dieses Buch hier gehen, Männertaxi von Andrea Kossmann. Erst einmal liebe Grüße an Kossi. Ich hatte dieses Buch ja schon eine ganze Weile bei mir herumstehen und habe es mir dann aufgehoben, weil ich immer dachte, ich muss dafür irgendwie in einer speziellen Stimmung sein. Für mich war klar, dass es irgendwie ein Sommerbuch ist, und deshalb habe ich es so lange aufgehoben. Und ich habe mich irgendwie immer nicht so richtig rangetraut. Ich nicht wusste, ja, was mich erwartet einfach. Und jetzt dachte ich mir so, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, jetzt musst du es endlich mal lesen. Und was soll ich sagen, ich war sehr, sehr überrascht, wie witzig das Buch ist. Also, dass Kossi Humor hat, das wissen wir ja alle. Und ja, dass sie den hier im Buch so herausarbeiten kann, damit habe ich eigentlich irgendwie gar nicht gerechnet. Ich habe klar mit einer seichten Frauengeschichte gerechnet und auch mit hier und da einigem Witz, aber dass es mich wirklich so zum Lachen bringen kann, das hatte ich nicht gedacht. Für alle, die wie ich das Buch auch noch nicht gelesen haben, also jetzt habe ich es ja mittlerweile gelesen, aber für alle, die es vielleicht auch noch nicht kennen, es geht um eine junge Frau namens Isa und ihre beste Freundin Pia. Bei den beiden muss ich immer aufpassen, dass ich die Namen nicht verwechsel, weil die sich so sehr ähneln. Isa arbeitet in einer Videothek und Pia ist Nageldesignerin. Die beiden sind beste Freundinnen und Nachbarinnen. Die Pia wohnt über Isa. Und eines Abends kommen die beiden auf die Idee, beim Pizza bestellen, man könnte doch auch so eine Art ja, Männertaxi machen, genau wie es auch ein Pizzataxi gibt für Pizzen. Und man könnte verschiedene Männer auf die Karte setzen und die sozusagen den Single-Frauen anbieten. Und man könnte sich die dann nach Hause bestellen, natürlich nur mit der Nummer, damit man auch von unterwegs aus bestellen kann. Und das wäre doch an sich eine coole Idee. Die beiden sind ziemlich angeschickert an dem Abend, wo sie die Idee haben, und setzen eine Annonce ins Internet, und darauf melden sich auch tatsächlich viele Männer. Und aus dem Alkohol geborenen Idee entsteht irgendwann der Gedanke, was wäre, wenn wir es wirklich tun, und die beiden machen es tatsächlich. Sie finden die verschiedensten Männertypen und machen sich natürlich nun Gedanken darüber, dass sie ihren Kundinnen ja nicht irgendwas anbieten können, was sie selber gar nicht getestet haben vorher. Bei einer Pizza würde man ja auch die Zutaten vorher testen, also tun sie das mit den Männern auch. Und spätestens da fängt es an, wirklich komisch zu werden, und ich habe mich echt nicht mehr eingekriegt. Verschiedene Männer kommen zu den beiden nach Hause, und beide kommen in den Genuss, diverse Männer zu testen. Und der Brüller in dieser ganzen Geschichte war wirklich Simon. Simon ist ein Bauarbeiter, und der hat einen ganz speziellen Auftritt in diesem Buch. Und ich habe wirklich schallend gelacht. Ich saß im Bus und konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Und ich weiß, dass es anderen Lesern auch so ging. Also Simon ist wirklich der Oberknaller. Und auch ansonsten, es passieren immer wieder witzige Dinge, und man hat trotzdem nebenher immer Einblick in das Gefühlsleben von Isa. Sie ist eine sehr sympathische Protagonistin. Man merkt aber auch, dass sie sich so ihre Gedanken macht, dass es nicht alles so oberflächlich ist, wie man vielleicht denken könnte von dem Buch. Und es gibt natürlich auch noch andere Menschen im Leben der beiden. Also bei Isa ist es zum Beispiel der Chef, mit dem sie zu kämpfen hat in der Videothek. Und die Kundschaft in der Videothek ist auch sehr interessant. Die Nachbarin der beiden ist eine ältere Dame, die die beiden immer bespitzelt und beobachtet. Und da kommt auch letztendlich noch was ganz anderes bei raus, als sie sich anfangs gedacht haben. Und dieses Buch hat also auch einige schöne Wendungen, mit denen man einfach gar nicht rechnet. Ich habe mich wirklich von vorne bis hinten gut amüsiert. Zum Ende hin wird es ein bisschen ernsthafter, das Buch, aber ich glaube, das braucht es auch, um einen Abschluss für diese gute Geschichte zu finden. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, liebe Kossi, dass du uns weiterhin mit Büchern beglückst und dass du vielleicht heimlich still und leise in deinem Kämmerlein sitzt und schon längst irgendwas Neues geschrieben hast oder schreibst.
Denn ich muss wirklich sagen, dass es sehr, sehr gut ist. Wenn man seichte Unterhaltung möchte, viel Witz, Chicklit, dann kann ich das Buch wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist absolut lustig. Ich denke, das kann man lesen, um sich aufheitern zu lassen. Das kann man lesen, um ja einfach ja in so eine lockere, lustige Stimmung zu kommen. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das Buch zu lesen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn da der ein oder andere vielleicht ja doch noch mal zu dem Buch greift oder das bestellt oder kauft. Denn es macht wirklich Spaß. Und ja, was soll ich noch sagen? Also ich fand es richtig toll. Ich freue mich schon, falls es irgendwann ein zweites Buch von Andrea Kotzmann gibt. Das will ich mir dann auf jeden Fall holen und das wird dann nicht so lange in meinem Regal stehen. Und ich werde nicht ewig warten, bis ich es lese. Ja, damit möchte ich mich verabschieden. Das Cover könnt ihr ja sehen. Es ist knallegelb, dem Taxi angepasst. Da braucht man nicht viel zu sagen. Ach, was ich auch noch ganz schön fand, ist, und zwar über jedem Kapitelbeginn hat man oben solche, ja, hier sind es kleine Regenwolken beispielsweise. Manchmal sind es Herzchen und Blümchen oder Sternchen. Ganz verschiedene Sachen. Oder genauso so Herzchen hier. Mann, wo sind sie denn jetzt? Eben habe ich sie noch gesehen. Da. Genau da oben. Das finde ich eigentlich ganz süß. Das hat man bei jedem Kapitel und das ist immer was anderes. Und solche kleinen Details machen ja ein Buch auch irgendwie ein bisschen noch mit zusätzlich aus. Und ja. Das war's jetzt von mir, bevor ich hier noch stundenlang schwärme. Lest Männertaxi von Andrea Kossmann und wir sehen uns bei meiner nächsten Rezension. Bis dann. Tschüss.